Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Hinter mir der Hamburger Hafen, über mir scheint die Sonne und für euch habe ich heute mitgebracht Fjorde von oben, wunderschöne Bilder. Dann lernt ihr einen Kapitän kennen, Kapitän Rothe, und danach hat Boris Henn uns einen Gruß geschickt. Und gleich zu Anfang öffnen wir für euch das Sehnsuchtsfotoalbum. Und zwar die schönsten Bilder von den Fjorden, den Schären und sogar mit Wasserfällen und alles von oben mit Drohnen gefilmt. Und jetzt viel Spaß! Und jetzt seid ihr dran, hier unten könnt ihr heute eure schönsten Aussichten posten. Da freuen wir uns richtig. Und jetzt kommen wir zum Kapitän. Kapitän Rothe stellt sich vor. Was er im Leben so erlebt hat und was er bei uns an Bord macht, das seht ihr jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Felix Rothe und ich bin der Kapitän von AIDA Luna. Kapitän Rothe wuchs im niedersächsischen Göttingen auf. Durch seinen Vater kam der Wunsch auf, nach dem Abitur seinen Wehrdienst in der Marine zu verrichten. Ich habe dort als Reserveoffizier auch wirklich viele für mich auch begünstigte Einheiten gehabt. Ich bin dann zum Schluss noch auf der Gleich Fock gefahren, als Wehrpflichtiger dann auf der Fregatte Emden, und war eine wirklich schöne Zeit für mich. Und im Prinzip habe ich dann darauf aufbauend dann in Bremen Wirtschaftsingenieurwesen für Seeverkehr studiert und habe dann damit auch das nautische Patent erworben. Seine Reise mit der Kussmundflotte begann im Oktober 2008, damals als dritter nautischer Offizier. Die Leidenschaft zur Seefahrt, das hat sich bei mir erst über die Jahre entwickelt. Ich liebe die Natur und ich liebe es zu reisen und auch fremde Kulturen zu entdecken. Und ich habe damals nach einem Beruf gesucht, wo ich das gut kombinieren kann, und freue mich eigentlich hier auch jeden Tag von Neuem, das auch ausüben zu dürfen. Der Anfang war gemacht, einer nautischen Laufbahn stand nun nichts mehr im Wege. Nach nur 6 Jahren in der Flotte wurde er zum Staffkapitän befördert und 2018 übernahm Kapitän Rothe das allererste Mal das Kommando einer Kussmundschönheit. Mein erstes Schiff war die AIDA Vita. Es ging nach Heraklion, kann ich mich noch sehr gut erinnern. War auch zum ersten Mal, dass ich überhaupt auf einem richtig großen Kreuzfahrtschiff war. Und 2008 folgte dann die Reise von Heraklion auch in die Karibik. Und das war für mich schon sehr imposant, sowas mal auch als dritter Offizier miterleben zu dürfen. Und dann hat es mich im Prinzip so gepackt, dass ich dann auch schon damals beschlossen hatte, das auf jeden Fall weiterzumachen. Das Aufgabengebiet eines Kapitäns ist breit gefächert und besteht nicht nur aus Anlegen, Ablegen, Hinlegen. Da ist Freizeit rar und kostbar. Ich versuche meine Freizeit, wenn ich sie so nennen darf, mit Sport zu verbringen. Ich lese ab und zu und versuche einfach nur so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Habe mich immer überraschen lassen, wo ich gerade hingekommen bin. Und die Sachen, die ich noch sehen wollte, habe ich dann mal privat bereist. Muss auch nicht irgendwo hin unbedingt. Ich würde davor ziehen, noch mal so ein paar Dinge in Deutschland noch mal zu bereisen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen tief gestochen klingt. Also ich bin jetzt keiner von den Kollegen, die jetzt auch bevorzugen, mit dem Segelboot die Ozeane zu bereisen. Ich habe früher ab und zu mal das gemacht, aber ist auch schon ein bisschen länger her. Ich ziehe jetzt ehrlich gesagt wirklich vor, dann wirklich back to the roots mit einem Zelt in freier Natur. Alles ist hier, alles ist hier,
Wir haben ja das Motto auch, mein Hotel zeigt mir die Welt. Und ich glaube, viel treffender kann man es nicht formulieren, dass es wenig vergleichbare Reisemöglichkeiten gibt, so komfortabel die Welt zu erkunden wie mit einem Schiff. Man hat wahnsinnig viel Platz, man ist 24 Stunden am Tag versorgt und trotzdem hat man die Möglichkeit, jeden Tag einen neuen Hafen anzulaufen. Hinzu kommt, dass wir hier an Bord im Prinzip auf einem Schiff trotz der Größe auch auf engeren Raum zusammenleben mit den Gästen und der Crew und sich dadurch auch automatisch eine familiäre Atmosphäre entwickelt. Und ich glaube, das war auch immer einer der Stärken und ist auch einer der Stärken von AIDA Cruises. Kapitän Felix Rothe und die gesamte Crew von AIDA Luna schauen positiv in die Zukunft. Ich mache den Job so gerne, dass ich darüber eigentlich selten nachdenke. Ich bin tagtäglich glücklich darüber, dass ich diesen Beruf so ausüben darf und gehe davon aus, dass ich auch in mehreren Jahren das weiter so betreiben werde, wie es jetzt aktuell der Fall ist, als Kapitän von einem Kreuzfahrtschiff. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Felix Rothe und ich bin der Kapitän von AIDA Luna. Ich würde mich freuen, auch im Namen der gesamten Besatzung, Sie bald wieder bei uns an Bord oder auch auf einem unserer Schwesterschiffe begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Viele eurer Lieblingsgastkünstler haben uns ja Grüße für euch geschickt. Heute ist Boris Henn dran und man merkt es, er hat wirklich Sehnsucht, wieder an Bord zu kommen, wie wir alle. Hallo aus Hamburg, liebe Freunde von AIDA. Ja, wir alle vermissen das Meer, wir vermissen die Möwen, wir vermissen den Salzgeschmack in der Luft. Hier im Hafen von Hamburg ist das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, aber wir wollen natürlich sehr bald gerne wieder auf große Fahrt gehen. Normalerweise bin ich um diese Jahreszeit auf der Ostsee unterwegs, meistens zwischen Warnemünde, Tallinn, St. Petersburg, Helsinki, Stockholm und wieder Warnemünde. Und gerade das Einfahren in die Schären jeden Donnerstagmorgen im Morgengrauen ist für mich eine der schönsten Sachen, die man an Bord machen kann. Meistens bin ich dann auf der Brücke und kommentiere das live für unsere Gäste. Darauf freue ich mich wirklich sehr und kann es eigentlich gar nicht erwarten, dass es bald wieder losgeht. In der Zwischenzeit bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wir alle freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr bald wieder mit an Bord seid. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und ich wünsche euch alles Liebe, bis zur nächsten Woche und bleibt gesund.